Willst du als Beschwörungspartei und ich den Gegner? Ja, ja, ich mach mal hier den kleinen. Gottes Willen, Gottes Willen. Du bist tot? Ja. Ja, wie hast du das denn gemacht? Das ist eine gute Frage. Hallo und willkommen zurück zu Gauntlet, dem Koop-Let's Play zwischen Mr. 4-2 und der Baal, oder Mark und Markus. Ja, wobei ich der Mark bin von Mr. 4 und du der Markus. Von der Baal, genau. Das nur mal zu erklären. Wir wollten jetzt einkaufen. Oh, wir wollen erstmal gucken. Sirenenlaute. Rang 1. Monster ignorieren Helden für die Dauer des Effekts. Okay, das ist natürlich nett, aber was hätten wir sonst noch? Zweitens, Feuerspurstiefel erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit und zieht hinter dir eine feurige Spur, die Feinde verbrennt und verlangsamt. Das würde dir was bringen, wenn du immer durch die durchsperrst vielleicht. Ich kann ja mal ganz kurz sagen, ich habe ja diesen Stein, der da die Aggro immer auf sich zieht. Und da könnte ich die HP von dem erhöhen. Das werde ich jetzt machen für 10.000. Ich hatte auch noch im Angebot, Medaillon des Sturms beschwört einen Wirbelwind herauf, der Monster zu Boden wirft. Oder dämonisches Bildnis beschwört einen Dämonen-Gargoyle, der für dich kämpft. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Den benutze ich, ja, den hast du ja schon mal gesehen, glaube ich. Ja. Dieses komische Vieh, wo du dich dann gewundert hast. Da ist noch ein Vieh, was noch rumfliegt. Stimmt, ich dachte, es schießt auf mich, aber nein. Ja. Hm. So. Ja. Man kann nur zwei haben, ne? Das ist ein bisschen. Benutzen kann man zwei, man kann aber auch alle kaufen und dann immer mal wechseln, je nach Level oder so. Also ich habe jetzt erstmal meinen Stein, mein Kristall abgegradet und irgendwann werde ich vielleicht mal den Gargoyle ablegen und was anderes dafür nehmen. Problem ist, ich habe nur 6.900, das heißt, ich muss mich schon entscheiden und Entscheidung ist nicht irgendwas, was mir sonderlich leicht fällt. Wenn ich mal kurz was sagen darf, der Wirbelwind, du beschwörst einen Wirbelwind, der Monster zu Boden wirft. Wenn du in Bedrängnis gerätst, wo du dann stirbst, kommt es ja, dass du einfach gegen eine Wand rennst und deswegen mit dem Speer nicht wieder rauskommst, dann wäre doch dieses Wirbelwind-Ding gut, was um dich rum die Gegner zu Boden wirft, oder? Das wäre jetzt meine Idee. Ja, das wäre auch meine Idee, aber es ist wirklich so, dass ja, die ja nicht sterben dadurch. Ich würde tatsächlich eher was nehmen, was die Gegner auch, also wenn jetzt eine große Masse kommt zum Beispiel, dass wir dann einfach die Möglichkeit haben, uns Hilfsobjekte zu nehmen, die dann für uns kämpfen. Also entweder nehme ich die Feuerspurstiefel oder das dämonische Bildnis. Mhm. Na, oder du machst auch so ein Chaos-Amulett da, das dann eben das Aggro auf sich zieht, das nicht kämpft, aber eben HP hat und Aggro zieht. Wobei ich nicht weiß, eben wenn du da mit dem Ding drin auf dem Haufen stehst, dann bringt es ja wahrscheinlich auch nicht so viel, dann hängen die immer noch auf dem Haufen um euch rum. Ich nehme mal die Feuerspurstiefel, weil die hast du noch nicht und ich habe die auch noch nicht. Genau. Und dann gucken wir einfach mal. Wir nehmen mal das Q dafür. Bam, Q und E habe ich jetzt belegt. Ich bin das sehr gespannt. Hörst du das eigentlich, was mein Ingame-Sound macht? Ja, ich habe gerade gehört, dass deiner gesagt hat, das sieht robust aus. Okay, na dann. So, ich bin sehr gespannt. Level 3 oder Tür 3. Mhm. Und hoffentlich spielen wir nicht schon wieder mit diesem Tod. Das kommt dann im zweiten Level vermutlich wieder. Zweiten Level der dritten Türe. Das ist gar nicht so einfach. Das dritte Level wird dann wieder Arena sein. Bevor der Weg zum ersten Bruchstück frei ist. Okay. Ah ja, die letzte Hürde. Erstes Bruchstück. Sehr schön. Das geht ja eigentlich darum, dass wir Bruchstücke einsammeln müssen, auch wenn das noch gar nicht so richtig vorgekommen ist. Und wir fangen erstmal damit an, ein paar Kisten und Trümmer herzustellen. Ist halt ein weiter Weg dahin, ne? Ja. Wäre natürlich jetzt interessant zu erfahren, wer von uns jetzt das höhere Dingens hat, für wenn man Sachen zerstört, hat man eine prozentuale Chance, dass da drin was ist. Jetzt quatsche ich hier dazwischen. Was ich sagen wollte, einer von uns beiden hat ja vielleicht ein höheres Achievement von wegen, wenn man Kisten oder sowas zerstört, hat man so und so eine Chance, dass Gold rauskommt. Und sollte vielleicht der immer die Kisten zerstören oder so. Naja gut, aber wir müssen ja alle irgendwie Kisten, zumindest für die Errungenschaften auf Steam. Oh nee. Aber wede. Ah, das sieht aber böse aus, aber das hier ist so wenig. Mhm. Wenig Platz, das kann ja gar nicht hinkommen. Aha. So, und jetzt? Ich hab Angst. Ich hab auch ein bisschen Angst. Wir gehen mal rechts rum. Ja. Okay. Aber wahrscheinlich müssen wir die wirklich auch weit, weit wegholen. Wieso sind hier keine Gegner? Ja. Oh, lass mal, die kommen wohl noch. Hier rechts geht's lang und da oben gibt's Gold. Das sind wieder durch rübergehen aktivierbar. Ja, dann gehst du einfach. Ich geh schon mal rechts. Okay. Ich weiß, wo die Gegner sind übrigens. Ja, das ist doch schön.
Oh, und ich habe mal wieder abgelost hier und kassiere gerade kräftigst Schaden. Und ich kann dir gerade nicht viel helfen. Ja. Und wir wollen natürlich so anfangen, wie wir auch aufgehört haben, nämlich mit der Mark stirbt. Herzlich willkommen in diesem Let's Play. Wer das erste Mal hier einschaltet, das ist jetzt nichts Besonderes, das ist normal. Genau. Wir müssen unbedingt mal auch andere Spiele spielen, wo ich nicht sterbe, damit die Leute auch sehen, dass ich nicht immer so gleich... Ach, ne? Ihr wisst schon. Da hast du natürlich ein Problem, wenn die jetzt einschalten, weil die dich sterben sehen wollen. Ja. Das sieht nicht gut aus. Ich schieße vielleicht erstmal ein paar... Genau, lass die erstmal reinrennen. Ne, die aktivieren keine. Ja, das ist aber super. Alles klar. Das reicht nicht. Ich wollte es gerade sagen. Schock. Du musst draufrennen und dann rüber. Ja, ich habe dummerweise keine Geschwindigkeitssache. Jetzt habe ich schon wieder die Hälfte an Leben verloren. Also unglaublich. Einfach laufen, ohne rüber. Wir laufen rechts und links. Ich laufe zuerst. Achso, alles klar. 3, 2, 1, los geht's. So geht das nämlich, siehst du? Verstehe. Du hast die Krone an, das ist ja super. Wenn ich getroffen werde, kannst du sie denn nehmen, aber... Nee. Hauptsache, wir haben die nicht verloren. Ich finde das schade, wenn das... Nimm du erstmal die Heilung, genau. Oh, da hat sich was Großes geöffnet, kann das sein? Ja. Ja. Oh ja. Und zwar nicht nur ein Beschwörungsportal. Ach Gott, viere! Das ist sehr schön, das machst du sehr gut. Ich laufe einfach nur hier so durch die Gegend. Wir haben auch noch keine Tränke gefunden, um unsere Dinge ins Relikte zu aktivieren, oder? Das ist schlecht. Hier hätte man es gebraucht. Ich hau mal eben das Ding kaputt. So. Und zack, bam. Ja, manchmal klappt es, manchmal klappt es auch nicht. Sehr schön, den Bogenschützen hast du. Ach, sind doch nur drei. Ich dachte, links sind auch zwei. Habe ich nicht gesehen. Ich versuche mich ein bisschen mehr zu konzentrieren, das ist es jetzt einfach. Mitten in your face. Da oben ist ein Schlüssel. Pause. Gut, ich nehme mal den Schlüssel, habe ich wenigstens auch eine Aufgabe. Ich denke mal, hier kann man sich auch durchspringen, aber das ist nur ein blödes Skelett, was da rumhängt. Ja, so sieht's aus. Wir probieren es trotzdem. Oh. Links kann man sich durchspringen, siehst du das? Ja. Und oben aber könnten wir es auch mal versuchen. Mhm. Ich muss nur treffen. Schade, dass wir keine Tränke haben. Oh, da ist einer. Willst du den? Nimm du den. Du musst dich manchmal eher retten. Das ist echt peinlich. Sorry, das ist, ich sag doch nur, wie es ist, oder? Oder sage ich, lüge ich jetzt? Nein, ist alles gut. Ne, da ging's nicht. Schade. Und sonst gibt's hier auch nichts mehr. Wir sind von rechts gekommen. Ach, das Fass ist respawned. Das heißt, wir brauchen die noch irgendwo. Ja, dann tu die doch. Genau, tu die doch. Du hast ja keinen Schlüssel, dann tu die doch hier unten hin. Sehr schön. Kann man jetzt mehr holen? Moment. Da ist noch eins. Wenigstens zwei. Das respawnt erst, wenn man das andere zerstört hat. So. Soll ich aber sagen, da wird wahrscheinlich kein Mensch gerade kommen. Ich vermute auch. Aber es sieht so aus wie ein Kampf. Ach, guck mal, da rechts gibt es noch ein Dings. Den nehme ich. Ich habe ja eh keinen Schlüssel, ne? Genau, dann nehme ich mal eben das Fass und stelle das mal hier hin. Hier ist auch ein Schlüssel. Ich nehme mal eine Heilung und die andere kann... Jawohl, nee, hier ist Beschwörungsportal. Nicht nehmen, wollte ich jetzt gerade sagen. Achso, ja, das hast du leider ein bisschen spät gesagt. Gut, hast du gut hingehalten, bis der Bombe explodiert ist. Hast du gut hingehalten, ist auch schön. Naja, bis die Bombe explodiert ist, das meine ich damit. Die Bombe tickt ja erstmal eine Weile. Ich prügel mich einfach mal gerade durch hier. Ja, das ist besser. Ich kann leider nicht so gut durchprügeln, ich bin nur ein blöder Bogenschütze. Gut. Naja, ich treffe noch nicht. Ich wollte dummerweise das Essen eigentlich zerstören, habe ich aber nicht hingekriegt. Lass uns oben kurz das Ding holen. Hier gibt's nur noch. Nicht so nah an das. Oh, nicht so nah ran. Hier so vielleicht? Mhm. Alles klar. Das begibt jetzt Kettenreaktion. Wow, bam! Das war so geplant, nur dass es nicht so einen großen Kreis hatte, wie ich es gehofft habe. Leider. Ja, hättest du mal das Essen nicht zerstört, ne? aufgegessen. Ach, sehr schön, das ging ja schon mal gut. Hier gibt es noch was zum Zerstören.
Da ich das Achievement noch brauche mit dem Zerstören, werde ich mich auch ein bisschen dran halten. Wir könnten noch ein Sprengfass holen. Ja, das respawnt dort. Haben wir, ich guck noch mal, können wir nochmal ganz rechts gucken, ob da noch eine Wand war zum Zerstören? Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Nein. Okay. Aber du könntest das fast trotzdem mitnehmen. Ja, nehme ich ja. Ich roll so langsam. So, wir gucken in der Zwischenzeit zu. Wie der hier rumrollt, ohne Fass, mit Fass kann er. Und dann gegen eine Wand rennt. Mhm. So, Zaubertrank ist gleich alle. Oh no. Mein Kaffee Heißen. Ist auch fast alle. Ja, der ist aber auch echt. Den trinkst du auch lauwarm, oder? Hm, da ist kalt schon. Da ist ja ein Sarg. Und ich rutsche ja ständig gegen alles. Autsch. Ich sollte nicht so einen Scheiß machen hier. Könnte mir ein bisschen zu dir durchprügeln. Au. Ich mach mal hier so ein Ding hin, dass hier ein bisschen Aggro auf sich zieht. Ich hoffe, das hilft uns. Ah ja. Je mächtiger der Feind, das hat jetzt mehr HP, habe ich ja abgegradet jetzt. Ah ja, das ist ja super. Gut, klappt ja. Nur siehst du, ja. Kein Trank. Es gibt manchmal Momente, wo ich mich echt gut an diese Steuerung gewöhne. Mhm. Und einfach auch ein bisschen konzentrierter bin. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Da oben wird wahrscheinlich ein Schlüssel sein. Und Essen gibt's da. Ich geh nach links. Du gehst nach rechts. Oben. Rechts, das lass mal. Oder töten's. Ja, wir töten's. Gut. Ja. Hättest du auch dein Schild werfen können oder so ein Mist. Ja, das dauert dann Ewigkeit, bis sich das auflädt. Bereit sind wir. Ich glaube, ich muss noch. Wie viel muss ich noch? Zerstör einfach. Mach einfach. Ich muss noch 4 Essen zerstören, glaube ich. Achso, es ging jetzt ums Kisten zerstören. Nee, Essen muss ich zerstören. Wenn ich noch 4 Essen zerstöre, kriege ich irgendwie so und so viel Prozent vom zerstörten Essen auf jeden Fall wieder zurück. Hier oben sind Stacheln. Ach, jetzt sind wir bei dem ersten von den Köpfen. Ja. Au. Ich bin durchs Gitter durchgelaufen, haha. Sehr schön. Und was gab's nochmal hier hinter dieser Tür? So eine Gruft mit. Bossraum mit 2 Schlüssellöchern und. Na, wir haben einen Schlüssel übrig. Das heißt, wir werden dann wahrscheinlich am Ende 2 Schlüssel übrig haben. Rechts und links und dann wird hier irgendein Bossraum oder sowas sein. Alles klar, da bin ich mal gespannt. Ich laufe schon wieder. Guck mal, das hier zum Beispiel ist auch sowas, ja? Da laufe ich hier und kämpfe hier so gerade wild mit den Gegnern und dann kann ich hier nicht dran vorbei. Siehst du, das sind die Stolpersteine. Da finde ich, hätten sie es auch so machen können, dass man auch einfach dran vorbeikommt. Ja, ja. Naja, gut. Wir wollen mal nicht so rummeckern. Böses Fass. Kabam! Warte mal, man kann ja alles zerstören, ne? Na, fast alles. Totenschädelhaufen kann man nicht zerstören, habe ich probiert. Gut, aber die Lampen habe ich ja bis jetzt nicht mal gelassen, aber die könnte man ja theoretisch auch zerstören. Da ist eine Krone. Wenn du die jetzt so ohne Schaden zu kriegen behältst, ja, ist okay. Ja, das kann ich dir nicht versprechen, das weißt du ja. Du meinst, du hast gerade bewiesen, wie es ist? Na, ja, alles gut. Nicht. Und du hast sogar Schaden gekriegt, oder? Du bist jedenfalls nicht mehr voll. Oh ja, ich konzentriere mich auch gerade mehr auf hier. Ist die Krone weg? Du hattest doch die Krone. Ich hab die extra dir gelassen. Ach, das ist doch. Mach sowas nicht, das ist nicht gut. Ich will dir doch auch mal ein bisschen Gold gönnen. Ach, Quatsch. Unten ging's weiter. Warte, hier gibt's noch eine Laterne. So. Alles für die Steam-Errungenschaften sozusagen. Ja. Yeah. Erhöht man dadurch irgendwie das Steam-Level durch diese Steam-Errungenschaften? Ich hab davon keine Ahnung. Nee. Steam-Level erhöhst du, wenn du Karten hast, Karten sammelst. Und jetzt hier spawnt wieder gleich wieder ganz kräftig was, siehst du? Wo siehst du? Essen noch nicht zerstören, weil du könnte sein, dass du es brauchst. Ja, es könnte sogar sehr sein, dass ich das brauche. Und jetzt weiß ich gerade wieder gar nicht, wo ich bin, aber das macht nichts, das macht überhaupt nichts. So. Ich muss auch mal mich dran gewöhnen, welche Taste war jetzt eigentlich die Bombe? Alles klar. Ja, läuft, läuft, das läuft. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, du willst jetzt essen, dann war es wenigstens nicht ganz so verschwendet. Naja, zerstören ist doch irgendwo noch Verschwendung, oder? Ja, das stimmt. Aber wenn wir voll sind, also wenn wir so richtig voll gefuttert sind und alles an HP haben, dann können wir das natürlich auch machen. Es sieht so schon wieder hier aus wie zerstören. Stattliches Vermögen, du kriegst was. Ja, du siehst du daneben das Zeichen, mein Bogenschützenzeichen. Ja, sehe ich, habe ich gesehen. Okay, du hast einen Schlüssel, das heißt. Erstmal will ich da oben aufspringen. Noch ein Schlüssel? Na, wie gesagt, wir müssen 2 Schlüssel drüber haben, da oben für den Raum dann. Nimm die mal mit, damit wir das hier ein bisschen strategisch verteilen.
Du meinst, dann mache ich eine Kettenreaktion mit meiner Bombe? Da unten habe ich ja schon eins hingestellt. Ah. Aber bisher sind noch keine Gegner. Ich nehme nochmal eine. Okay. Okay. Ja, okay. Aber hier vielleicht. Guck mal, hier würde ich die hinstellen. Vorsicht, du hast einen Schlüssel, ne? Mhm. Ja, nicht, dass da jetzt was passiert. Keine Kettenreaktion auslösen. Nee, die kann ich so unten niedermetzeln. Ich will noch ein paar Fässer machen hier. Ups. Du wolltest. Ja. Nee, hier gibt's noch ein paar. Keine Sorge. Ja, genau. Ich finde das super, wenn wir die am Tor sozusagen... Lass mich das mal machen. Ich habe da keinen Schlüssel. Am Tor sozusagen hier... Wollen wir erstmal nach links gucken, was da in dem Raum ist? Ja, ich hole mir das letzte Fass. Hole ich mir noch. Mhm. Die dumm, die dumm, die dumm. Es sind noch zwei. Komm, ich das andere auch holen. Und ja, nicht das dazu nach. Naja, dann ich leg dir das hin und du kannst das heranstellen dann. Ja, alles klar. So, dann haben wir nämlich hier sozusagen überall. Du musst jetzt nur eins sozusagen hier anschießen. Ne, ich leg meine Bombe hin und dann kommt durch die Bombe erstmal eine Kettenreaktion, weil wenn ich es anschieße, dann explodieren sie zu früh, glaube ich. Das sind echt eine ganze Menge. Und dann retten wir uns hier in diesen Raum rein. Ne? Besser ist es. Alles klar, dann mal los. Kommt. Das sieht doch sehr gut aus. Oh, passt. Oh, die Kettenreaktion hat nicht funktioniert, so wie wir wollten. Ja, ich kann eine neue Bombe legen. Ja, alles klar. Gut, die kriegen wir jetzt so tot. Naja, gut, unsere Planung war ein bisschen übertrieben, glaube ich, für den Raum. Ich habe auch mal ein Fass gezündet. Ich glaube, die Planung war ein bisschen übertrieben für den Raum, oder? Ja, aber man weiß ja nie. Wer nimmt den Trank? Du hast noch einen. Ich würde den gern haben. Ich würde das Essen zerstören, wenn das recht ist. Ja. Hast du es zerstört oder hast du es... Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sehen. Keine Ahnung. In wildem Aktionismus sozusagen. Mhm. Wildes Gemetzel. Da gibt es noch Gold. Und du hast eine Krone. Ich habe jetzt gar nicht mitgekriegt, was hier in dem Raum war. Hier war nichts mehr, ne? Naja, ist alles schön brav gelootet. Ich finde es sehr schön, wenn man hier... diesen blöden Tod nicht mehr hat. Okay. Der kommt im nächsten Level, also macht dir keine Angst. Vermute ich zumindest. Also bisher war es ja beim ersten und zweiten Tür auch so. Ach ja, okay. Ich hatte mich schon ein bisschen gefreut. Hätte ich jetzt sagen sollen, nein, wir haben bestimmt keinen Tod mehr. Wäre es ja besser ergangen. Oh, fast. Na, hätte blöde Treppe erwischt. Hier. Hast du das gesehen? Ah ne, du siehst den Strahl nicht. Hier geht der Strahl bis zu diesen... dunkelfarbigen Blöcken. Sobald ich mich aber jetzt auf eine Stufe höher bewege, geht er wieder bis durch die Tür jetzt durch. Und hier hängt er wieder. Hier geht er bis zur Tür. Gut, ich werde mir das in deinem Let's Play nochmal angucken. Ja. Um nochmal ein bisschen Werbung für unsere beiden Kanäle zu machen. Ne? Genau. Und ich werde mal gucken, wie es so ist, so tot rumzulegen. Wir sind ja immer noch... Sorry. Das habe ich genau gehört. Warte mal, Essen können wir jetzt... Oh, kann ich ja nochmal vernichten. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das vernichtet habe, oder? Nee, dann wäre das Tablett noch da, glaube ich. Nee, hä? Kannst du das? Ich verstehe es nicht. Du musst wahrscheinlich dein Schild gegenwerfen oder so. Oh, fast hätte ich das Essen wieder gebraucht. Das sieht nach Bossraum aus. Nach Endgegner aus, ja. Nein, noch nicht. Wir müssen ja noch die zweite Statue dort holen, dort. Das ist noch nicht Endgegner. Naja, gut, Endgegner nicht, aber jetzt sieht es auf jeden Fall nach Gekloppe aus. Mhm. Ich gehe nach links... Trank. Du nach rechts, wieder einen Trank. Ja, oh, hier ist echt wildes Gebettel. Du musst echt aufpassen, dass du überlebst. Der Actionraum hier. Na, aber jetzt da oben ist ein Monster, aber da kommen wir nicht ran. Aber hier ist bestimmt gleich die Statue, die andere, oder? Kannst du die abschießen mit der hier? Was soll ich abschießen? Ich will erstmal hier. Da drüben genau. Okay. Ich will erstmal das hier zerstören. Drüben können sich ruhig Monster sammeln, die kann man dann nur noch irgendwie mit einer Bombe oder sowas wegmetzen. Alles klar. Oder ich zerstöre jetzt von hier aus einfach... Ja, mach mal ein paar die Bogenschützen da, ja, auf jeden Fall. Das sind immer nett. Kleine davor, das ist das Problem. Na, das trifft den doch mal. Die Kamera dreht sich nach unten, da schieße ich daneben. Du solltest nur ausweichen, wollte ich gerade sagen. Alter Vater, ey. Ich werde jetzt, sobald ich da drüben bin, mal das Q benutzen. Ja, ich gehe jetzt. Kann ich rübergehen? Oder? Ja, okay. 3, 2, 1. So. 3, 2, 1, und. Das könnte ein Schmerz sein. Habe ich meine Krone jetzt wieder aufgesammelt? Ja. Der Beschwörungsstein muss vernichtet
gerettet werden. Kriegt auch Schaden? Nee, ich krieg keinen Schaden von den Schuhen. Es ist schwer hier zu koordinieren, muss ich zugeben. Ja, ich sehe auch gerade nicht so viel. Oh, ich sehe. Ich bin down, naja. Immerhin habe ich meine ganze Zeit lang überlebt. Valkyrie, ihr seid wieder am Leben. Gut, das haben wir geschafft. Hast du jetzt ja, nochmal das Kugel? Ja, ich nochmal damit. Oh, das ist aber hier, guck mal, das ist die 2 von Mr. Fierce 2. Hm, naja. Ich wollte einfach mal gucken, wie lange das anhält, weil das ja nicht so deutlich war. Ich nehme ein Essen, das andere kannst du versuchen zu zerstören, und bitte mit Schildwurf. Bitte mit Schildwurf. Gut. Vom Boden essen. Was soll man das heißt? Na, jetzt hast du das Achievement. Aber dann sind die anderen sicherlich auch zerstört worden, weil du musst ja 5 oder so zerstören. Du hast 2 Schlüssel, oben geht's weiter, ich bin gespannt. Und du hast die Krone, das sieht sehr nett aus. Naja, ja, ich zwar zwischendurch verloren, aber ja, ich hab sie noch. Hast du das gemacht? Ja, ne? Weiß ich nicht. Sah so aus, als hätte ich's gemacht. Keine Ahnung. Das sieht wieder nach Endgegner aus. Das ist inzwischen ein Endgegner, ja. Der ist wieder der mit dem Laser. Willst du das Beschwörungsportal und ich den Gegner? Ja, ja, ich mach mal hier dieses kleine Gott, das Willen, Gott, das Willen. Du bist tot? Ja. Ja, wie hast du das denn gemacht? Das ist eine gute Frage. Ah, wo schmeißt denn du die Krone hin, alter Vater? Er geht auch auf den Stein, das ist sehr gut. Oh, nee. Ich bin auch draufgegangen am Stein. Alles klar, Türer ist wieder da. Das bin ja wohl ich, ne, mit der Tür und so. Du kommst immer mit der Tür ins Haus. So. Ja, Mann, da ist wieder die Krone. Willst du die nehmen? Ich hoffe, dass dann nicht mehr so viel kommt. Die liegt da ja, oben, die war rechts, leider rechts schneller oben weg. Am Rand. Rechts oben am Rand. Ach, da ist sie. Sieht wertvoll aus. Gut. Noch irgendwas hier? Zerstören höchstens. Ja, da oben sind ein paar Kisten. Ja, das mit der Krone, es geht manchmal echt fix. Finde ich zumindest. Mhm. Ich komme hier nicht durch, bin zu doof. Ich habe den zweiten Schlüssel. Ja, das sieht doch gut aus. Meinst du, jetzt kommen wir da oben hin und ja. Hol das dritte Item. Sehr schön. Ich werde nochmal eben kurz ein bisschen hier an den Laternen und so weiter. Nur für die Steam-Errungenschaft. nee. So, wenn wir das jetzt reingestellt haben, ist die Zeit schon wieder so weit vorangeschritten. Na, ich würde noch das Level beenden. Das wird jetzt gar gleich zu Ende sein, schätze ich mal. Ja, ich glaube, wir werden auf jeden Fall drauf gehen, also ich zumindest. Rechts ist Essen nur und links sind Gold mit ein bisschen Gegnern und dann ist zu Ende hier das Level garantiert. Ja, ich sag's dir, das... Das sind 4 Schlüssel, braucht man hier. Ich glaube das nicht, dass wir jetzt mal eben das Level beenden. Also lass uns doch mal die Folge beenden, besser ist es. Na dann gut. Haben wir auch einen guten Cliffhanger. Gut, können ja. Gleich darauf... Wobei, wir können hier oben nochmal reingehen. Gibt's hier oben? Da unten sieht nach Endgegner aus. Oh. So viel zum Thema Cliffhanger. Wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, die Tür geht wieder auf. Bis gleich.